So, ich begrüße alle neu dazugekommenen Besucher des Heldenmarktes. Wir werden jetzt hier auf der Showbühne im Obergeschoss eine Kochshow durchführen mit unserem Star-Koch vom Restaurant Kops aus dem Friedrichshain, der Björn Muschinski. Wer zukommen möchte, kann gerne sich dazu gesellen. Wir werden hier ein bisschen über Essen reden, über veganes Essen im Besonderen, über Nachhaltigkeit, alles was damit zu tun hat. Und wem dabei das Essen bzw. beim Zugucken das Wasser im Mund zusammenläuft, kann hier auch mal zwischendurch probieren. Aber natürlich auch sich hier beim Catering was Ordentliches in eine große Portion kaufen. So, legen wir los. Hört ihr mich? Wunderbar, super. Also, wir werden heute drei Sachen kochen, oder besser zubereiten. Das eine wird eine Grünkohlschale sein, was ganz klassisch deutsch ist. Das zweite wird ein veganer Eiersalat sein. Ich denke mal, da wird bei einigen so die Frage aufkommen, Eiersalat, vegan, wie soll das gehen? Ich sag mal so, ich zeige euch, wie es geht. Und es wurde oft genug bewiesen, dass es wirklich halt wie Eiersalat schmeckt. Und das dritte, was wir machen, ist was Süßes, nennt Mangolassi. Geht extrem einfach und ist verdammt lecker. Gut. Ich höre mich noch gar nicht. Ah, ja. Ich vertrete auf jeden Fall die kritische Zunge. Richtig. Das und ist gut so. Mal angucken. Also wir starten mit der Gurkenschale. Auch ganz einfaches Gericht. Wir nehmen Gurken, schälen die ganz normal runter. Man weiß ja nie, was die Schale oder was auf der Schale drauf ist. Aber wenn die Bio ist, dann sollte die doch irgendwie ungespritzt sein. Ja, aber ich sag mal so, die kommt ja auch irgendwie hierher. Wer weiß, wer sie angefasst hat, wer weiß, wo sie gelegen hat. Also von daher sollte man das schon schälen. Da gibt es auch sehr schöne Sparschäler, die das wirklich sehr hauchdünn runterschälen. Okay. Und da sollte das auch kein Problem sein, sind genug Vitamine noch in der Gurke. Gut. Unsere Grundlage dafür, also was ist interessant in der veganen Küche? Die meisten Leute denken, vegane Küche ist ähnlich der vegetarischen Küche. Man lässt Sachen weg. Also viele Vegetarier machen eins, sie lassen wirklich Sachen weg, die nicht vegetarisch sind. Bei Veganern ist das so, wir suchen nach Alternativen. Weil uns die Produkte früher geschmeckt haben, wir gesagt haben, wir wollen nicht vegan leben, weil uns das früher nicht geschmeckt hat oder weil uns die Konsistenz nicht gefallen hat, sondern wir wollen nicht auf Kosten der Tiere leben. Also vegan bedeutet ethisch-moralisch, ist halt rein tierrechtlich. Der Grund, warum ich heute hier stehe, ist die Nachhaltigkeit. Genau. Was hat Veganismus mit Nachhaltigkeit zu tun? Was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun? Veganismus. Veganismus, ja, wenig Tiere. Tiere verursachen CO2. Die Tierhaltung. Was heißt wenige Tiere? Wenig, ja. Gar keine Tiere, aber was Tierhaltung. Tiere. Genau, wir sind gegen den komplette, gegen die Ausnutzung jeglicher Tiere. Ausnutzung. Ausnutzung. Und alles ist eine Ausnutzung, was halt mit dem Tier, wenn man das Tier braucht, also gebraucht, dann ist es halt eine Ausnutzung. Und wir sind halt komplett dagegen und wir zeigen halt, dass es auch komplett ohne den geht. Das heißt, jedes Huhn, was auf dem Bauernhof rumläuft, auch wenn man jetzt davon ausgeht, das ist ein ganz kleiner Betrieb, noch nicht mal ein Betrieb, irgendwie, ich habe jetzt in meinem Garten zwei Hühner, das wäre schon Ausnutzung von Tieren, weil ich die dazu zwinge, mir ein Ei zu legen. Nö, du zwingst sie ja nicht ein Ei zu legen, aber ich sag mal, was ist das Ei? Das Ei ist normalerweise die Nacht, das ist normalerweise das Kind. Ja, und das nehme ich den einfach weg. Richtig, genau. Das nimmst du den weg und ich sag mal so, ob das so appetitlich ist, ein Ei zu essen, wenn man dann sich bewusst macht, was es eigentlich mal werden soll. Aber ich nehme ja den Weizenkorn, nehme ich ja auch weg. Also, ne? Das glaube ich nicht. Nee? Nein. Also wenn du, sag mal so, wenn du ein Tier was antust, dann hast du einfach halt, soll man sagen, man sieht Schmerzen, man sieht da die Probleme, wie es Tier. Aber das Huhn leidet doch nicht, wenn es ein Ei legt. Das mag sein. Leidet es nicht, wenn es ein Ei legt. Aber das Problem ist halt, wir haben keinen Strom. Wir haben keinen Strom auf dem Mixer. Kannst du mal gucken, wo das liegt? Müssen wir einen Handmixer nehmen? Wir haben wirklich keinen Strom. Frechheit. Ja, das ist alles Energiespartechnik hier. Da müssen wir ein bisschen zurückhalten. Genau. Wie bist du denn zum veganen Essen eigentlich gekommen? Ja, ich bin jetzt seit 17 Jahren vegan. Zeigt auch halt an, dass ich halt ohne irgendwelche Ersatzprodukte. Automatikmixer. Dass ich mich halt ohne Ersatzprodukte auch wirklich gesund ernähren kann. Und vor allen Dingen, man sieht ja auch, ich bin jetzt nicht unterernährt oder sehe jetzt extrem abgemagert aus oder so, sondern ohne Probleme. Mein Arzt sagt jedes Mal, wenn ich einen Bluttest mache,
Junge, spende Blut, ja, weil es ist top. Und das sind einfach so eine Indiz, wo ich sage, dass es in den Medien gezeigt wird, dass Veganer immer unterernährt sind, immer Probleme haben, das muss wirklich so sein. Also wenn ich an meine Mutter denke, die hat vor 2 Jahren irgendwie mitbekommen, ach so, lieber vegetarisch, nicht so viel Fleisch, und jetzt kommt sie wahrscheinlich nachher her und denkt, ach, jetzt mache ich doch wieder alles falsch, jetzt müssen wir wieder neu umdenken. Ich habe irgendwie Angst, dass es für viele Leute, für mich selber auch wieder so eine neue Herausforderung ist, jetzt wieder die nächste Stufe zu erklimmen, aber gleichzeitig kriege ich mit, dass Veganismus ja total abgeht, sage ich mal so. Ne? Ihr macht jetzt selber die Messe und es gibt einen Supermarkt in Berlin jetzt ganz neu, es gibt eine richtig große Szene dazu. Na, ich denke mal, das hat einfach damit zu tun, dass wir zeigen können, wie einfach Veganismus ist. Also für viele Leute, die meisten denken wirklich, es ist ein extremer Verzicht. Es ist Verzicht auf das, auf jedes, auf dies. Und ich sage immer, es ist absolut gar kein Verzicht. Man muss 2 bis 3 Monate, muss man sich erstmal reinarbeiten, muss man die Produkte kennenlernen. Aber wenn man die Produkte kennt, die einem schmecken, ist das halt ganz... Ich kann mal fragen, wisst ihr alle, was mit vegan anzufangen? Ja? Seid ihr selber Veganer? 1, 2, 3, 4... Wer von euch hat schon mal vegan gegessen im Restaurant oder irgendwo extern? Ah, wer hat bei dir schon gegessen? Wow, super. Gut, genau. Jetzt nochmal zu der Gurkenkultur. Das haben wir ganz vergessen bei dem ganzen Quatsch. Wir haben Joghurt genommen. Es gibt Sojajoghurt, das bedeutet halt ganz normal Joghurt, wie man auch das halt von Kuhmilchjoghurt kennt. Der ist geschmacksneutral, es gibt natürlich auch welche mit Frucht. Wenn ihr zum Beispiel was Deftiges machen wollt, keine Süße braucht, dann empfehle ich euch wirklich die Probamel-Joghurts, weil die sind relativ mild. Es gibt noch Alpro. Alpro ist sehr süß. Ja, das kann man wunderbar für irgendwelche Desserte nehmen, das kann man für Kuchen nehmen oder für irgendwelche anderen Sachen. Aber gerade wenn was Deftiges gebraucht wird, nehmt bitte Probamel. Du musst ganz schön Markenwerbung hier. Ja, es gibt nur 2. Gibt es mehr Alternativen? Nee, deswegen ja. Also vegan gibt es nur Probamel und Alpro und beides ist die gleiche Firma. Das eine ist der Bio, das andere ist konventionell. Okay. Gut. Dann Joghurt reingemacht, dann einmal durchgemixt, dann gibt es Dill dazu und wir machen etwas Zucker und etwas Pfeffer rein. Ach, Zucker, Salz und Pfeffer, sorry. Ich bin gewundert. Aber keiner gibt mir viel Veto. Ja, die vegane Küche ist etwas Exotisches von mir. Exotisch? Ne, wegen dem Zucker, das meine ich. Ach so, nein. Einerseits wollen wir den Zucker nicht im Joghurt, aber dann nochmal rein. Super. So. Soll ich schon mal welche Schälchen vorbereiten zum Probieren? Wir haben extra so eine Becher mitgebracht. Damit da müssen wir uns auch ausdrücklich entschuldigen. Ja, ich weiß. Das ist leider nicht meine Schuld. Das Problem ist, hier gibt es auch keine kleinen Probiergläser. Wir haben ja jetzt diesmal endlich geschafft, auf Mehrweg umzusteigen. Wir hatten ja die letzten Veranstaltungen immer kompostierbare Becher oder aus Altpapier, aber diesmal haben wir eine Spülmaschine und überall Mehrweg. Aber hier gibt es jetzt ganz konventionelles Plastik, weil wir leider keine Alternative haben. Sie müssen das dann durch Ihren Einkauf als zukünftige vegane Konsumenten einfach wieder ausgleichen. Richtig. Ja, also was hat Veganismus noch mit Nachhaltigkeit zu tun? Es hat halt sehr viele Faktoren. Also zum Beispiel Veganer tragen keine Lederschuhe. Wenn man jetzt bedenkt hat, was die Lederindustrie für Umweltprobleme verursacht. Ja? Gut, da haben wir schon mal ein Thema Nachhaltigkeit. Dann haben wir die Nachhaltigkeit gerade bei der Masttierhaltung. CO, Methan und was haben wir noch? Lachgas wird alles bei Veganern nicht produziert, weil die im Gegensatz zu Vegetariern sich generell gegen Masttierhaltung wehren. Vegetarier, da gibt es... Gegen Massentierhaltung? Massentierhaltung, generell gegen Tierhaltung, Massentierhaltung. Aber also Einzeltier, Massentier? Wir bei euch sind alle Tiere Massentiere? Nee, das nicht, aber wir sagen wirklich halt zu allem, wir wollen keine Tierhaltung haben. Tierhaltung, ja, ich selber habe auch was gegen Massentierhaltung, aber gegen ein glückliches Tier, sag ich mir, das ist jetzt so aufgewachsen, wie man es vielleicht vorstellt, oder wenn es gejagt ist. Ein glückliches Tier, was eine Lebenserwartung, also wenn wir jetzt vom Bio ausgehen, was eine Lebenserwartung von unter 50% der normalen Lebensspanne hat und trotzdem im Schlachthaus endet, ich meine, das ist ja... Ja, 30 Tage für so ein Mastkaninchen, ja. So ein Hähnchen ist... Also machen wir uns nichts vor, die Tiere kommen trotzdem aus dem gleichen Stamm, das bedeutet, dass auch Bio oder nicht Bio, das sind die gleichen Masttiere, das bedeutet die gleiche Zucht und so weiter und dann wird es einfach separiert, also das bedeutet,
das Tier den Tier geht es ein bisschen besser, ja, aber definitiv nicht so, dass das Tier, dass man sagen kann, es ist ein glückliches Tier. Weil so ein glückliches Tier und glückliches Lebewesen ist für mich ein Lebewesen, was ein Recht auf Freiheit unversehrt hat. Und was einfach sterben darf, wenn es möchte und nicht hinterher aufgegessen wird. Ja, wenn es möchte, ja, wenn es dann soweit ist. Gut. Ihr habt gesehen, Gurkenkajale einmal durchmixen und ich meine, wir haben Winter, aber das ist wirklich halt ein sehr einfaches Gericht, das ist ein sehr leichtes Gericht und das kann man halt innerhalb von kürzester Zeit zubereiten. Und das ist verdammt lecker. Machst du das machen, dann kann ich schon mal den Eiersalat machen. Und wer möchte, darf sich hier was nehmen, ja? Unser Eiersalat hört sich komisch an, wird eigentlich nur aus einer veganen Mayonnaise, die machen wir nachher gleich, Nudeln und Kichererbsen hergestellt. Die Kichererbsen geben uns einerseits das Eigelb und vor allen Dingen auch diesen Eigeschmack. Die Nudeln sind nur dafür da, dass sie dieses Eiweiß transportieren, weil Eiweiß ist ja relativ geschmacksneutral und dafür nehmen wir Nudeln her. Da jeder von euch weiß, wie Nudeln gekocht werden, ich habe es immer vorgekocht. Ja, immer noch lecker für was anderes, entschuldige, ich unterbreche. Ja, wirklich, aber ich habe zwei Packungen davon. Okay, dann nehme ich noch ein paar raus. Von daher. Wir haben das Mangolas hier und da brauchen wir das auf jeden Fall. Mhm. Gut. Ich habe die Nudeln schon mal vorgekocht. Wir machen jetzt einfach eins, damit es dann nicht mehr so nach Nudelsalat aussieht. Wir schneiden die einfach ein bisschen klein. Ihr könnt das zu Hause mit einem Stabmixer machen, ihr könnt das mit einem Messer machen, wie ihr das wollt. Es geht einfach nur darum, dass sie ein bisschen klein geschnitten werden. Da muss man noch nicht mehr so viel kauen. Naja, okay, ich meine, Eiersalat ist sowieso generell schwierig. Von daher. Gut, die vegane Mayonnaise. Hat jemand eine Idee, wie die vegane Mayonnaise hergestellt wird? Getreide. Nein. Hat jemand eine Idee? Bitte lauter, wir hören hier oben relativ schlecht. Hat keiner eine Idee? Tofu! Nein. Tofu, nein. Tofu ist immer so ein, in der veganen Szene immer so ein kleines Unwort, möchte ich bald sagen, weil alle denken immer, Veganer ernähren sich fast nur von Tofu. Seltenst, also bei mir kommt wirklich seltenst Tofu wirklich in den Topf. Weil Tofu für mich jetzt keine Alternative ist, sondern Tofu, also besser, was das heißt Alternative, Tofu ist ein selbstständiges Produkt. Also ich würde Tofu nie als Fleischalternative oder als Fleischersatz nehmen, sondern Tofu ist für mich einfach Tofu. Und bei Tofu haben wir einfach das Problem, dass es sehr mehlig ist. Also wenn ich da jetzt eine Mayonnaise machen würde, würde die halt nicht cremig sein, sondern würde eher ein bisschen mehlig sein. So, unsere Mayonnaise, das heißt die vegane Mayonnaise, wird aus... So, dann haben wir Schluss, der letzte Becher hier. In der Grundlage eigentlich nur aus zwei Sachen gemacht, aus Öl und Sojamilch. Jetzt fragt sich der eine, wie sollen das halten, Öl und Sojamilch? Hat einfach damit zu tun, das normale Ei wird so hergestellt, dass man halt einen Emulgator verwendet. Da wird das richtige normale Mayonnaise wird so hergestellt, dass ein Emulgator verwendet wird. Und der Emulgator ist doch das Ei. So, in der Sojamilch haben wir natürlich einen Emulgator, das Sojalecithin. Und das Sojalecithin bindet genauso gut wie das Ei. Und daraus, deswegen brauchen wir wirklich nur Sojamilch und Öl als Grundlage. Und dann bringen wir halt mit ein bisschen Balsamico-Essig, mit Salz, mit Senf, mit Pfeffer ein bisschen Geschmack rein und dann haben wir eine wunderbare Mayonnaise. Kann ich kurz unterbrechen? Brauchen wir das Ding sauber für den Mangolassi? Ja, bitte. Dann brauchen wir jetzt noch einmal, wie das abwaschen. Richtig. Gut. Guck ich mal, ob ich jemanden finde. Vielleicht sogar jemand aus unserem Team. Vielleicht hat auch Dani ein bisschen. Gut, ich mache gleich mal ein bisschen mehr. Hast du sonst noch Fragen zum Thema? Hat hier von euch jemand Fragen zum Thema Veganismus? Also mich würde noch was interessieren, wie dein Weg gewesen ist. 17 Jahre, klingt ja jetzt irgendwie schon so lange, als ob man es gar nicht mehr so richtig weiß, aber hast du auch mal als Fleischesser angefangen? Genau. Bist wahrscheinlich über Vegetarismus. Ich bin jetzt gerade so an dieser Schwelle vom Allesesser zum Halbzeit-Vegetarier mit einmal die Woche vielleicht ein Stück Fleisch, was ich mir gut aussuche und konfrontiere mich jetzt gerade selber mit dem Thema Veganismus. Ja. Und da würde mich interessieren, wie es bei dir war. Angefangen hat es bei mir, da lachen die meisten immer durch die Bravo. Bravo? Ja. Die hatte damals mal sehr viele Berichte gebracht über Massentierhaltung, sehr viele Berichte über Tiertransport und so weiter. Und da gab es dieses eine ganz berühmte Foto zum Beispiel von dem Kampelmann heißt der. Das ist ein Fotograf, wo ein Rind verladen wird auf ein Boot an einer Hufe. Ich denke mal, das kennen so die einen oder anderen. Und das war für mich einfach der Grund, wo ich gesagt habe, geht nicht. Also ich möchte kein Fleisch mehr essen. Habe mich dann selbstständig mit 14 zum Vegetarier entschieden. Habe nur weggelassen. Das bedeutet, meine Mutter hat zu Hause nochmal weitergekocht.
Ich habe dann Gemüse mit Butter, Kartoffeln bekommen und habe das Fleisch und die Soße weggelassen. Da fehlt ja dann irgendwas, ne? Ja, ich sag mal so, ja, also man macht sich darüber keine Gedanken, sondern man sagt so, okay, es gibt nichts anderes mehr, Fleisch gibt es nicht mehr, also ist das vor allem okay. Ich sag mal so, nach einem halben Jahr habe ich mir darüber erst noch Gedanken gemacht, weil natürlich kauft man sich dann auch Schuhe. Aus was sind die meistens? Aus Leder. So, dann, man isst Produkte wie zum Beispiel, damals gab es Mousse, Schokolade, es gab Käse, der mit Lab hergestellt wurde. Und das sind alles Sachen, wo tierische Produkte verarbeitet werden, was man ja gar nicht möchte. Und aus dem Grund bin ich dann ein Jahr später vegan geworden, weil ich gesagt habe, Vegetarismus ist unkonsequent. Ja. Ja. Ruhig mal. Vegetarismus ist sehr unkonsequent, weil man möchte keine Tiere töten, aber durch die Lebensweise, die vegetarische Lebensweise, verursacht man sehr viel Leid bei Tieren und vor allen Dingen, man verursacht auch hinter der Bühne das Töten von Tieren und zum Beispiel Lederproduktion. Also keiner kann mir erzählen, weil also, keiner darf der Utopie verfallen, dass Leder ein Abfallprodukt der Fleischindustrie ist. Ist es, ja, aber das wird nicht bei Lederschuhen verarbeitet, sondern das... Ja, man darf auch nicht vergessen, wie es weiterverarbeitet wird. Wenn man den ganzen Gärprozess mit dem Chrom und... Da geht es ja auch dann irgendwie weiter. Genau, und das ist halt so der Punkt, wo ich mich dazu entschieden habe, vegan zu leben. Und dann fielen so viele Produkte weg, dass man sich dann wirklich zwangsläufig damit auseinandersetzt. Man denkt sich so, oh Gott, jetzt darf ich noch nicht mehr Milchprodukte essen, was kann ich denn dann noch essen? Und dann fällt einem einfach mal auf, oh, es gibt ja Sojamilch, es gibt ja texturiertes Soja-Eiweiß, was halt sehr fleischähnlich ist. Du bist ja als Profi, hast du ja vielleicht einen besseren Überblick, aber besteht ja nicht die Gefahr, dass durch diesen Weglasseffekt man noch sich teilweise falsch ernährt? Weil ich kenne zum Beispiel, mein Heilpraktiker hat mir erzählt, dass er ganz viele junge Frauen behandelt, die schwanger werden wollen, die aber seit 10 Jahren Vegetarierinnen und Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden. Richtig. Aber das ist ja das Problem. Eisenmangel, ne? Das ist ja das Problem des Vegetariers, dass man denkt halt eben bloß, wenn man Fleisch weglässt, muss man sich keine Gedanken machen über die Ernährung. Und das Weglassen ist ja bei Veganern nicht der Fall. Und das ist ja das Schöne an dieser Ernährungsweise, dass wirklich Veganer, also schau dir mal die Foren von Veganern an, zu 90% geht es da wirklich um Essen, Essen, Essen. Hast du mal das mit dem kombiniert, hast du das mal probiert, hier die Firma, das und das hat das rausgebracht, das schmeckt wie Schinken, das schmeckt wie das, das schmeckt wie jedes. Und das ist das Interessante, was die Leute verstehen müssen. Das sind ja eigentlich weniger, ich sehe irgendwie so dieser ganze große Berg, alle Tiere, alle Getreide, alle Pflanzen und dann kommt der Berg mit den vegetarischen Sachen, da fällt schon was weg. Wenn wir jetzt sagen, es wird vegan, dann wird die Verfügbarkeit an Materialien eigentlich weniger. Deswegen denke ich auch irgendwie, dann hat man weniger Auswahl. Oder sind das alles zubereitete Produkte, wenn du sagst, probier mal das mit den... Nee, also der Punkt ist halt bei den Veganern, es wird weniger, wenn man halt auf die Fertigprodukte zurückgreift. Und auf die Fertigprodukte greifen die Veganer selten zurück, weil es gibt halt irgendwie kaum welche Fertigprodukte, die vegan sind. Zumindest im Einzelhandel normal. Aber ich sag mal so, es ändert sich. Also zum Beispiel, wir haben die Bio-Company. Die Bio-Company hat wirklich einen riesen Fundus an veganen Produkten in der Kühltheke. Da sind Fertigprodukte, da ist Tofu, da sind Würstchen, das ist wirklich alles im Aufschnitt. Über Joghurt, über veganen Käse und so weiter findet man wirklich alles dort. Und das zeigt einfach auch, dass der vegane Gedanke einfach in der Welt angekommen ist, gerade in unserer. Und man dort sehr viele Produkte jetzt neu entdecken kann. Selbst im Kaisers Rewe oder Real findet man schon fertige Produkte, die vegan sind. Sind denn Veganer auch ein bisschen organisierter, weil es auch irgendwie noch irgendwie so eine, sag mal, eine Gruppe gibt oder die sich einfach vernetzen und in Foren austauschen? Also ich muss sagen, ich will nicht sagen, dass Vegetarier oder Fleischesser unorganisiert sind, aber dass die Gesellschaft, also die Community, die Vegane, ist extrem gut vernetzt. Das merkt man einfach, wenn etwas Neues entsteht, es gibt um ihn auch Feuer. Wenn neues Produkt auf den Markt kommt, es gibt um ihn auch Feuer. Weil einfach, das ist eine kleine Szene, das ist eine exklusive Szene und da kennt man sich auch teilweise. Und das sind auch Leute, die sich Gedanken machen müssen, ne? Der konventionelle Konsument, der geht halt irgendwo rein, kauft sich irgendwas, denkt nicht drüber nach und stopft dann nicht rein und hinterfragt die Sachen nicht. Ich will mal nebenbei noch kurz sagen, was Sie nicht so gut sehen können, der Profikoch, was ich nämlich selber auch mal Schwierigkeiten habe, zu Hause die Zwiebel so zu schneiden. Er schneidet die halbe Zwiebel immer so in kleine Stücke, aber lässt hinten am Po, wo die, wie heißt das, der Zwiebel? Sagen wir die Wurzel. Die Wurzel, wo noch die kleinen Härchen dran sind, lässt also, er zusammen. Die Wurzel lasst ihr dran. So, das bedeutet, die Zwiebel ist noch im Ganzen. Dann schneidet ihr einfach der Länge nach
nicht bis zur Wurzel, also bis an die Wurzel, nicht durch, schneidet ihr ein. Das bedeutet, die Zwiebel ist immer noch zusammen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, dann ganz einfach das runterzuschneiden. Ihr müsst es natürlich nicht so schnell machen, ihr solltet auch auf eure Finger gucken. Aber jetzt habt ihr die Möglichkeit, dass die Zwiebel nicht zerfällt. Bei den meisten haben das Problem, dass die Zwiebel zerfällt. Ich habe auch extra Schalotten genommen, weil Schalotten einfach vom Geschmack her ein bisschen wilder sind und einfach viel besser zum Gericht passen. Gut, wir haben erstmal die groben Zutaten fertig. Jetzt kommt unser Geschmack in den Eiersalat. Unser Geschmack im Eiersalat ist Kichererbsen. Jeder, der schon mal Kichererbsen gekocht hat, hat so ein bisschen so einen schwefelhaltigen Geruch feststellen können. Und dieser schwefelhaltige Geruch, den machen wir uns jetzt zunutze, weil der schmeckt wirklich wie Ei. Also ich kann euch da eine Geschichte erzählen. Ich gebe auch Schulungen bei Studentenwerken, bei großen Autoindustriefirmen und so weiter. Und hatte damals mal bei einem Studentenwerk, das war zufällig in Berlin, einen Eiersalat gemacht. Habe den einfach dort auf den Tisch gestellt, dass jeder zugreifen konnte. Und 30 Köche, gestandene Köche höheren Alters, aßen den, hörten meiner Geschichte zu und mitten in dem Vortrag meinte ich zu den Jungs, das, was ihr gerade essen, ist veganer Eiersalat. Es wollte keiner glauben. Es wollte wirklich keiner glauben, weil die konnten einfach nicht definieren, was ist das jetzt? Weil es schmeckt wie Ei, es sieht aus wie Ei, aber keiner konnte sagen, was das ist. Das war so eine sehr interessante Erfahrung, dass wirklich halt, wenn man nicht weiß, was man isst, geht man objektiv an die Sache ran. Man guckt, schmeckt einem das, sieht das gut aus, wie riecht das und man hat keine Vorurteile. Wenn natürlich halt jemand sagt, oh, guck mal, das ist vegan, dann hat man bestimmte Vorurteile, die abgespült werden. So, also ist die Empfindung auch nicht mehr objektiv. Und das ist halt das Schöne, dass man halt über solche Sachen wirklich beweisen kann, dass halt eine vegane Küche wirklich super lecker sein kann. Weißt du, bist du viel davon? So, wir machen jetzt eins. Wir pürieren das. Am besten, wir pürieren das gleich im Großen. Ah, der ist noch nicht zurück, oder? Doch, hier ist er. Da haben wir den Pürierer frisch gewaschen. Genau. Wir machen jetzt eins, wir tricksen mal ein bisschen. Wir machen jetzt als allererstes die Mayonnaise und dann mixen wir das dann runter. Gut, wir fangen bei der Mayonnaise, fangen wir mit der Sojamilch an. Warum ich Sojamilch nehme? Ganz einfach, ihr müsst Sojamilch nehmen, weil mit Reismilch wird es nicht funktionieren. Und Hafermilch? Hafermilch. Schwierig, sehr schwierig, weil Hafermilch und Reismilch nicht so viel Eiweiß haben. Und wir brauchen halt auch Eiweiß, um die Bindung hinzubekommen, also um das Dicke hinzubekommen. Und Reismilch ist halt sehr wässrig, Hafermilch ist auch recht wässrig und dadurch würde es nicht funktionieren. Zumindest würde die Mayonnaise nicht nach Mayonnaise aussehen, sondern die würde glasig sein. Gut, dann... Was ist denn das mit dem Unterbrechen mit dem Soja? Weil irgendwie kriegt man doch immer wieder zu hören, Soja wegen Soja, die große Nachfrage nach Soja, zum einen ja wegen der Tier... Haltung, weil die Tiere das essen, aber wir Vegetarier oder ihr Veganen, ihr habt auch den großen Bedarf. Gibt es da irgendwie... Der große Bedarf der Veganer bedeutet 5%. Ja, nee, so, ich 95, meine grundsätzlich... Also ich sag mal, grundsätzlich sagen wir das so, wenn keine Massentierhaltung da wäre und das Soja nicht an die Tiere verfüttert würde oder zum Beispiel Leim hergestellt wird, Papier hergestellt wird oder welche anderen Produkte hergestellt werden, dann hätten wir kein Problem, weil dann hätten wir so viel Soja-Anbauflächen, also gerade das Soja, mit dem ich arbeite, oder was größtenteils in Deutschland verarbeitet wird, kommt aus dem europäischen Anbau. Das bedeutet, allein in Europa haben wir so viel Anbauflächen, dass wir den menschlichen Verzehr ohne Probleme abdecken können. So, also der steigende Bedarf an Soja ist eher der Masttierhaltung. Ja, aber hallo, also das ist wirklich so, wir haben jetzt, also hinten haben wir den Mike Klusser von der Albert-Schwarzer-Stiftung, der hat vor kurzem gerade wieder einen Bericht rausgebracht, und das hat einen Bericht kommentiert, dass das statische Übersicht, das statische Amt hier, Zählamt oder keine Ahnung was, hat die Schlachtberichte rausgebracht. Wir haben wieder einen Rekord. Das bedeutet, im letzten Quartal wurde viel mehr Tiere geschlachtet als in den ganzen Quartalen zuvor. In Deutschland? In Deutschland, klar. Das ist irgendwie absurd, ne? Also wir aufgeklärten Konsumenten, wir reduzieren unseren Fleischkonsum, steigen auf Vegetarismus um oder auf Veganismus. Und die anderen, wir werden doch eigentlich immer weniger demografisch. Richtig. Und trotzdem steigt der Konsum. Das Interessante daran ist, dass in Deutschland immer weniger Leute Fleisch essen. Aber die Fleischindustrie ist ja nicht doof. Wenn in Deutschland weniger Fleisch gegessen wird, gehen wir halt EU-Länder. Nehmen wir halt Polen rein, nehmen wir Tschechien rein, gucken wir halt nach anderen Ländern, die nicht so viel Fleisch konsumieren und exportieren unser Fleisch, kriegen dafür noch Subventionen und. Und das ist halt so das Problem der ganzen Sache, dass dahinter eine Lobby steckt, ja, die natürlich halt sehr geldgierig ist und da halt eben guckt, wie können wir das Produkt irgendwo anders vermarkten. Ja, und ich sag mal, wie halt der Mike das auch beschrieben hat, wir können hier wirklich ein Zeichen setzen, dass wir wirklich sagen, durch unser Engagement
werden wir den Fleischkonsum in Deutschland minimieren, immer weiter runterbringen und dadurch auch Zeichen an die anderen Länder setzen. Weil natürlich guckt man immer an die starken Länder. Man guckt halt, Deutschland ist in der EU halt das stärkste Land. So, man guckt halt, wie leben die Menschen da, was machen die anders. Und ich sage mal, wenn wir das Zeichen setzen können, dass wir hier wir nachhaltiger also werden. Dass wir Trendsetter werden, damit genau. Alle anderen uns hinterherlaufen. Genau. Okay. Das wäre zumindest die Chance, die wir hätten. Gut, ich habe ein bisschen von meinem Balsamico reingemacht, also Balsamico Bianco, um schon mal das Öl mich ein bisschen einzudicken. Und da mache ich eins, ich nehme Öl und kippe Öl langsam hinzu. Ihr könnt das ohne Probleme mit einem Stabmixer machen, aber beim Stabmixer ist das Mischungsverhältnis ein bisschen größer. Also ihr braucht ein bisschen mehr Öl. Und das Schöne daran ist bei dieser Mayo, ihr gebt jetzt einfach so viel Öl hinzu, bis halt die Mayo steht. Kannst du mir noch erklären, was auf der Webseite Beaten Headset? Das ist meine persönliche Webseite. Genau, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Genau. Warum du zwei sozusagen verschiedene Webseiten hast. Ja, das ist meine. Persönlich. Genau. Das eine ist meine Restaurant-Webseite, also mein Restaurant Kops. Das sind die blauen Marken hier, wer jetzt noch nicht kennt, kann sich da hier was mitnehmen. Genau, das andere ist meine private Seite, da sind halt Sachen drauf, wo ich Schulungen gegeben habe, da sind Kochvideos drauf. Rezepte? Sind auch, genau, Rezepte sind auch drauf, in Zusammenarbeit mit alles-vegetarisch.de, die auch gleich die Bezugsquelle bieten. Und da sind zum Beispiel auch TV-Sachen drauf, wo ich in Bochum gekocht habe. Vegan Gulasch, 88% haben nicht bemerkt, dass der Gulasch vegan war. Also solche Sachen sind sehr informative Sachen. So. Mich würde mal noch interessieren, was denkst du denn? Oh, es ist total fest geworden. Sieht das aus wie so ein aufgeweichtes Vanilleeis. Genau, ja, sieht aus wie Mayonnaise. Wer zumindest ein bisschen Kurkuma ranmacht, wird es auch noch gelb. Wunderbar. Gut, unsere Mayonnaise habt ihr gesehen. Also ihr könnt das Ganze mit einem Stabmixer machen, stellt einen Stabmixer rein, Sojamilch rein, ein bisschen Balsamico rein. Dann das Ganze erstmal vormixen und dann so viel Öl hinzugeben, bis wirklich die Masse steht. Immer mit dem Stabmixer ein bisschen hoch runter und dann, wenn ihr die Masse habt, Salz rein, Pfeffer rein, Senf rein. Je nachdem, ja, da kann jeder selbst wahrscheinlich auch ein bisschen kreieren. Richtig. Ihr könnt daraus, wenn ihr zum Beispiel einen Döner-Teller machen wollt, vegan natürlich, könnt ihr da auch eure Knoblauchsoße draus ziehen. Das bedeutet Knoblauch rein, durchrühren oder Kräutersoße. Ihr könnt daraus ein Dressing machen, ihr könnt daraus eine Remoulade machen. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, wie man das halt mit einer normalen Mayonnaise machen kann. Gut. Ich würde mal was gerne fragen. Wie ist denn das, wenn du jetzt mich zum Beispiel siehst, ich rede irgendwie über Tiere anders als du, ja. Denkst du dann irgendwie so, ah, der ist noch nicht da angekommen, wo ich schon bin? Oder was denkst du zu allen anderen? Sag ich mal so, man hat ja mal so ein, denke ich auch, weil Leute, die jetzt noch Atomstrom haben, denken, ja, die kommen da auch noch hin. Genau. Jeder braucht so seine Zeit, ich selber habe meine Zeit gebraucht, du hast deine Zeit gebraucht. Und du sagst es ja schon. Also ich sag mal, ich bin auch nicht von einem Tag auf anderen vegan geworden. Und ich sag zu den Leuten, wenn sie Vegetarier sind, ist super, ja, aber es sollte nicht der letzte Schritt sein. Und jeder braucht halt länger. Ich sag mal so, die Leute sollten einfach nicht aufhören, darüber nachzudenken, was sie konsumieren. Und solange dieser Prozess in den Menschen noch ist, ja, habe ich damit auch absolut gar kein Problem. Natürlich ist es wünschenswert, wenn die Leute vegan werden würden, aber es ist auch eine Utopie zu glauben, dass ein Mensch von heute auf morgen vegan wird, weil das wäre nicht sein eigenes. Und dann lasse ich lieber den Menschen selber arbeiten, selber informieren. Ich bin auch kein Missionar, dass ich jetzt hingehe und sage, hier, du musst, sondern die Leute bekommen mit, hey, der lebt vegan, und dann kommen halt Fragen, wie bei dir zum Beispiel. Es kommen einfach Fragen auf, die gefragt werden, kriegt er halt Informationen, und dann kann er selber entscheiden, was er daraus macht. Also ich denke, das lässt sich auch ganz viele Bereiche anwenden. Man fängt halt irgendwo an, sei es bei irgendwie Klamotten, kauft sich irgendwie ein Bio-T-Shirt und wächst dann weiter und fragt sich, was ist mit meiner Hose? Und dann überlegt man sich, was ist mit den Schuhen? Und dann muss man natürlich, man muss Aufwand betreiben, ne? Man muss Informationen sammeln. Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass man halt auch orientierungslos teilweise ist, wenn man gar nicht weiß, wo kriege ich jetzt die richtige Information her? Ja. Wem kann ich vertrauen? Bin ich jetzt wieder in der Lobby aufgesessen oder habe ich fundierte Informationen? Das ist richtig, aber ich sag mal so, da haben wir ja das Internet. Und das Internet bietet ja verschiedene Möglichkeiten. Ich sag mal, da kann jeder wirklich selber schauen, was ja, für seine Wahrheit. Es gibt halt viele Leute, die arbeiten von Montag bis Freitag bis abends und wollen am Wochenende ihre Ruhe haben und können dann nicht noch irgendwie, wollen noch mal abschalten. Das kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Dafür ist ja die Veranstaltung eigentlich auch viel ein bisschen gedacht. Da sagen Leute, kommt vorbei, wir haben euch die Entscheidung schon ein bisschen abgenommen, ihr müsst nicht mehr nachdenken, alles was hier ist, könnt ihr gewissenlos kaufen. Genau, aber das ist halt so die Sache, wo ich sage, das ist ein kleiner Prozentsatz. Was ich zum Beispiel in meinem Restaurant versuche, wir versuchen halt möglichst eine gut bürgerlich deutsche Küche, eine vegane Küche zu bauen.
vor allem auch preisgünstig, dass wir sagen, wir gehen halt mit den Preisen extrem hoch, um wirklich die Allgemeinheit zu erreichen. Weil wir haben wirklich eine Schicht, die sich informiert, die informiert ist, ja, und die auch sich dementsprechend verhält, was den Konsum angeht. Aber natürlich die große, breite Bevölkerung, wie du schon sagst, arbeiten 8 Stunden, vielleicht auch 10 Stunden, danach wollen sie einfach sich auf die Couch setzen und entspannen. Und da ist halt das Problem, die Leute müssen wir erreichen, weil das ist halt die breite Masse. Ja, und die breite Masse konsumiert eben das, was im Lidl, was im Aldi, was halt im Rewe, also was halt in den normalen Supermärkten ist. Und da der normale Supermarkt interessiert das nicht. Ich denke mal, da sind Leute eher irritiert, wenn sie dann irgendwas finden, wo vegan draufsteht und sie einfach die Informationen gar nicht haben, was es bedeutet, oder? Genau, da hast du recht. Wie sind wir denn in der Zeit? Hat jemand die Zeit mitgestoppt, Franziska? Wie spät haben wir es denn? Nicht, dass wir hier ein bisschen überziehen. Das Mangolasse geht schnell. Wir haben noch 20 Minuten. Wie viel? 20 Minuten haben wir noch. Super. Wunderbar. Ihr seht, ich habe jetzt die Kichererbsen mit reingemixt. Das ist aber ganz schön viel Mayonnaise, oder? Ja. Beim ganzen Quatsch. Ich könnte da noch probieren. Ja, das ist auch das Problem, wenn man halt für Mengen kocht, die überhalb von 50 Personen sind, ist es immer sehr schwer, wieder runterzukommen. Das wird mir zu Hause sagen, man kann es bestätigen. Uiui. Da wird immer so. Ich habe auch ein Video gesehen oder so mit so riesigen Tüten. Genau. Da so Curry reinschüttest und dachte so, wow, was sind das für Mengen? Genau, also da verarbeiten wir so, ich bin zum Beispiel am Montag in Wuppertal, Dienstag in Wuppertal bei einer Schulung in der Mensa und da kochen wir für über 1000 Leute. Das bedeutet Bolognese für 1000 Leute, das sind schon genau, Mengen. Genau, das war Bolognese, ich erinnere mich. Genau, das sind schon Mengen. Ich habe jetzt ein bisschen Kurkuma reingemacht. Kurkuma ist einfach für mich jetzt kein Würzmittel, sondern ein Farbmittel. Kurkuma kennt, wer kennt das? Gelbwurz. Richtig. Auf Deutsch. Gelbwurz und dem machen wir uns zugute. Wir werden es einfach ein bisschen einfärben. Jetzt geben wir das Ganze über den Eiersalat. Ja, wir haben wirklich viel davon. Aber wir können ja mal schauen, vielleicht kann ja irgendeiner das hier noch verarbeiten. Von den Kollegen, die da sind. So, jetzt mengen wir das unter die Nudeln. Geben noch ein bisschen Kurkuma dazu. Beim Kurkuma bitte vorsichtig sein. Einerseits, es kann schnell bitter schmecken und andererseits, es färbt später auch nach. Das bedeutet, wenn ihr dann gelb reinmacht, und das sieht schön aus, wenn ihr das gerade einrührt, kann es passieren, dass es 5 Minuten später wirklich quietschgelb ist. Und das sieht dann auch nicht mehr so appetitlich aus. Ich glaube, das Licht ist generell ziemlich komisch, das täuscht. Gut, jetzt haben wir unsere Grundlage. Jetzt machen wir noch eins für den Geschmack. Sieht schon aus wie Eiersalat. Nee, finde ich schon. So diese Masse, dieses feuchte, genau. In Mayonnaise ertränkte. Ja, vegan Mayo. Das ist halt so das Schöne, zum Beispiel auch was ich bei den Schulungen immer wieder feststelle. Zum Beispiel, ich glaube, Berlin hat es jetzt umgesetzt, die haben komplett alles auf vegane Mayo umgestellt, weil die einfach den Vorteil haben an der Salattheke, die haben kein Problem mehr mit Allergikern. Der Kuhmilchintolerante, der Milchallergiker, derjenige, der kein Cholesterin zu sich nehmen möchte, derjenige, der keine Probleme hat, die mit dem Ei zusammenhängen, die haben möchte. Für die Leute macht jetzt eine einzige Soße auf Grundlage der veganen Mayo und dann kann man sagen, das komplette Salatbuffet ist vegan. Und das ist halt so das Schöne, dass man da wirklich das Ganze vereinfachen kann. Und das muss auch die Industrie mitbekommen, dass es einfacher ist, wirklich für Veganer zu kochen, weil damit erreicht man alle. Also wenn man jetzt ein Fleischgericht kocht, erreicht man die Fleischesser. Man erreicht die Vegetarier nicht, man erreicht die Muslimen nicht, wenn es zum Beispiel Schweinefleisch ist oder so. Als Veganer, also wenn man vegane Produkte herstellt, kann man sagen, Leute, ihr könnt es alle essen. Ob du Muslim bist, ob du jüdisch bist, ob du Fleisch bist. Wichtig ist natürlich, dass es schmeckt. Ne? Richtig. Also, das ist ja wie mit Klamotten. Ob die dann nur Öko sind oder Fairtrade, wenn die nicht gefallen, dann will ich auch keine anziehen. Richtig. So. Apropos schmecken, ich gucke jetzt mal in dein Kochbuch. Haben wir hier auch noch rumstehen, genau. Lass dir dieselbe Mütze auf, wie hier. Und von Greenality was an, die waren auch schon mal bei uns. Ich weiß. So. Gibt es noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Schnittlauch. Das ist ja ganz klassisch eigentlich. Und sind die nicht eigentlich? Greenality, die sind Freunde von mir. Kriegt man so ein bisschen Glück, ja. Aber nicht. Ist ja sowieso nicht drin. Nee, das auf gar keinen Fall, also nicht für die Qualität, die wir haben.
Ja, wann hast du denn das Buch geschrieben? Ist das ganz frisch? Oder? Das ist ganz frisch, das ist vor 3 Wochen rausgekommen. Das wurde auf der Frankfurter Messe, Buchmesse vorgestellt. Und seitdem. Hast du ein paar Exemplare mit, falls jemand eins kaufen möchte? Gerne. Dann wäre die Gelegenheit hier, sich das signieren zu lassen. Ich wollte gerade sagen, ich habe 10 Exemplare mit, habe einen Signierstift dabei. Kostet 18 Euro mit 60. Nein, 17,99 €. Gut, so, ich habe keine Cent dabei. In davor. Österreich kostet es 18,50 €. Weiß ich dazu für nicht in Österreich. Und es sind 60 Rezepte drin aus der kompletten Bandbreite. Und vor allen Dingen, es sind sehr einfache Rezepte dabei. Und würde ich sagen, man muss kein Profi sein, man muss keine speziellen Gerichte holen. Ganz übersichtlich mit schönen Fotos. Genau. Mit einem persönlichen Tipp auch immer dazu. So wie das hier auch macht. Richtig. Ich bräuchte mal jemanden, der mir das Gerät wieder sauber macht. Ich glaube, da kommt gleich jemand. Das wird natürlich nicht weggeschmissen, nicht dass jemand denkt, Thema Nachhaltigkeit, das nämlich mit ins Restaurant und wird in unseren Eiersalat gepackt. Ja, wäre super. Danke dir. Du bist auch Mountainbiker oder wie? Ja, also ich war es mal, bis ich ein Restaurant hatte. Hier ist so ein Bild drin, wo er mit dem Fahrrad in die U-Bahn-Treppe runterfährt? Ja, das war auf Wunsch des Fotografen gewesen. Ach, okay. Gut. Jetzt können wir das so machen. Wer hat Appetit, wer möchte kosten? Wo füllen wir das rein? Wir füllen das Döns ein. Auf die Hand. Richtig. So, wir haben hier bei uns im Catering-Bereich auch veganes Gericht. Johannes? Fünf? Das Curry, veganes Curry. Super. Wer also als Vorspeise hier mal probieren will, kann hinterher gleich vegan weiter essen. Ich wollte gerade sagen, wir machen uns eine Fingerfood. So. Bitte schön. Mach mal mit, wa? Ja, du kannst es gleich mal machen, weil dann schneide ich noch ein bisschen Brot. Genau. Hier ist schon eins. Bitte sehr. Bitteschön. Also, wir sind unterhalten, damit hier die Show weiterläuft. Genau. Ja, hat irgendjemand von euch eine Frage? Keine Fragen, wir sind alle nur neugierig. Alle nur neugierig. Und wollen sonst was abstauben. Ist auch gut so. Da kommt eine Frage. Jawohl. Ja. Also die Frage war, ob man Vitamin B12 ersetzen muss, wenn man sich vegan ernährt. Es ist halt eine ganz große Problematik mit dem Vitamin B12, weil wir haben keine wirklich geklärten Aussagen dazu. Es gibt Ärzte, die vegan sind, die auch sagen, dass man B12 supplementieren muss. Aber es gibt auch Ärzte, die nicht vegan sind, die sagen, man braucht es nicht. Das ist halt so ein Mysterium, es gibt halt keine klare Aussage. Vielen Dank. Die Sache ist bei mir zum Beispiel, ich habe von der Problematik erst gehört, nachdem ich 12 Jahre vegan war. Und laut meinen Blutwerten hatte ich absolut gar keine Probleme. Und ich sehe es auch immer so, der sagt, also diese Werte, diese Normwerte, die immer gezeigt werden, sind Normwerte einer normalen Person. Was bedeutet, es ist halt auf einen Fleischesser ausgemünzt, auf einen europäischen Fleischesser aufgebaut. Jetzt frage ich mich aber immer, wie ist das mit Veganern? Also allein dadurch, dass wir keine tierischen Produkte essen, werden halt weniger Nährstoffe aus dem Körper geschleust. Das bedeutet, wir brauchen bestimmte Nährstoffe weniger als jemand, der Fleisch isst oder wenn man zum Beispiel Alkohol trinkt, braucht man andere Nährstoffe mehr und. Das sind viele Faktoren, die dort reinspielen. Und ich weiß nicht, ob diese Standardwerte überhaupt eine Grundlage sind, wonach man die ernähren sollte. Und von daher ist das so ein Thema, ich bin kein Ernährungsberater. Also da müssen wir wirklich schauen, da müssen wir im Internet recherchieren und im Notfall supplementieren. Aber das Interessante an der Sache ist, sehr viele Fleischprodukte werden auch supplementiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Cornflakes sehe oder so, normale Cornflakes, die nicht vegan sind, sind B12 angereichert, wo ich mir dann sage, okay, wenn man Cornflakes für alles besser macht, warum sollte man dann B12 supplementieren? Ich denke mal, das B12 ist ein generelles Veganer. Weil dadurch, dass immer mehr Hygiene betrieben wird, das Ganze immer sauberer ist und so weiter, nimmt man halt viel weniger von diesen Bakterien auf, die dann später halt dieses B12 reproduzieren. Und das ist halt die große interessante Frage daran. Also es gibt keine klare Aussage. So,
Habt ihr Interesse? Wenn schauen möchte. Gut, 20 Minuten hatten wir noch, dann haben wir jetzt noch 10 Minuten für unser Dessert. Ganz einfaches Dessert. Eigentlich so ein bisschen, wenn man sagen, das Leckerste für zwischendurch. Ganz einfaches Mischungsverhältnis, Mangopipe. Kennt ihr Mangopipe? Mangopipe? Mangopipe ist... Das ist doch bestimmt Mark, oder? Genau. Mangopipe ist Mangomark. Kann man entweder beim Bioladen kaufen, in kleineren Dosen. Man kriegt es beim Asiaten. Man kann natürlich auch frische Mango nehmen. Das Problem bei der frischen Mango ist, man muss eine Vollreife nehmen. Vollreife sind sehr schwer zu bekommen und vor allem durch den Transport und keine Ahnung, was sind Druckstellen, da wird es dunkel, da sieht es auch nicht mehr schön aus. Mangopipe ist wirklich im Erzeugerland, wird es halt direkt püriert, wird Dosen gepackt, wird ausgeliefert. Das bedeutet, man hat wirklich die Reife Frucht. Und Konservierung findet da statt? Normal. Ja. Also ganz normal wird eingekocht das Ganze und reingepackt in Dosen. Ich bin ja nicht ein Fan von Dosen, so endokrinen Stoffen und Geschichtungen und sowas. Ja, klar, da muss jeder selber sehen. Ich sage wirklich, im Bioladen gibt es auch Glas oder so. Also da muss jeder für sich selbst entscheiden, was er möchte, was er konsumieren möchte. Aber auf jeden Fall ganz einfach das Mischungsverhältnis, normale Dose nehmen. Eine Dose davon rein. So, dann macht ihr eins, nimmt einen Joghurt, einen veganen Joghurt. Da könnt ihr auch den Alpro nehmen oder den Provenel. Für Leute, die vegan leben, kann ich nur sagen, Sojade ist eine ganz große Problematik. Sojade äußert sich nicht zur Thematik, ob tierische Bestandteile oder dass die Produktion tierischen Bestandteilen zugeführt wurde oder nicht. Deswegen gehen wir Veganer davon aus, dass Sojade nicht vegan ist. Sojade? Sojade ist auch ein Joghurt. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ist ein Joghurt, auch ein Joghurt, Sojajoghurt, den es halt im normalen Bioleben gibt. Und da ist halt immer so die ganz große Frage, ist der vegan oder ist der nicht vegan? Weil natürlich halt auch die Frage aufkommt, Mikroorganismen, die normalerweise auf Milch aufgebaut werden. Wir brauchen ja auch ein paar für unsere Darmflora, ne? Richtig, aber hier sind welche drinnen. Da sind welche drinnen und vor allen Dingen, die sind halt nicht auf tierische Bestandteile aufgebaut. Und das ist so das Interessante dran. Gut, ich habe jetzt einen Joghurt reingemacht, ich habe eine Dose reingemacht. Dann nehme ich ganz normal Wasser, das Ganze nicht zu süß werden. Und kippe einfach in die Mangopipe-Dose das Wasser rein. Gibt es dort dazu. Das bedeutet, das ist das perfekte Mischungsverhältnis für den Mangopipe. Ihr seht, es ist extrem easy going. Zack. Da bereitest du schon mal ein paar Becherchen vor? Richtig. So. Dabei, also bei dem Gericht geht auch wieder ein ganz normaler Stabmixer. Ihr müsst da keinen Weitermix oder was anderes nehmen. Gut. So, und heute Nachmittag gibt es hier noch eine Tortenshow eigentlich, ne? Genau, also heute Nachmittag gibt es mit der Kim von Vegan Wonderland gibt's eine Tortenbackshow und ich sag mal so, kommt. Das ist wirklich sehr interessant. Die junge Dame hat echt was zu bieten. Gerade in der veganen Szene ist sie extrem bekannt für ihre tollen Torten, weil sie wirklich halt geschmacklich und vor allem optisch, ja, wirklich der Bringer. Na, bin ich schon ganz neugierig. Und das andere welche? Muss ich mal aufheben? Jahrelang üben. Und bevor du dein eigenes Restaurant eröffnet hast, was du da gekocht? Ich hatte von 2000 an ein eigenes Catering gehabt. Ich war relativ zeitig gewesen für vegan. Und da lag auch ein bisschen die Problematik, dass man sich immer wieder neu beweisen musste, halt an anderen Orten. Und habe mich dann aber 2005 entschieden, in die à la carte zu gehen. War dann in München gewesen. Zerwirkt, war damals das erste und einzige vegane Restaurant mit gehobenem Anspruch. Bin dann 2018 nach Berlin gekommen und habe dort im Lamane Verde das Lamane Verde aufgebaut als Chefkoch und habe mich dann aber 2010 habe ich mich davon getrennt, um eigene Projekte zu starten. Da gehörte zum Beispiel auch dazu die Schulungen, also die Kochschulungen mit der Albert-Schweitzer-Stiftung. Da sind wir immer noch dabei, halt wie gesagt die Schulungen in den Studentenwerken zu veranstalten und natürlich auch Schulungen mit Kindern, weil für uns ist halt sehr wichtig, gerade in den unteren, also gerade in dem jungen Alter anzufangen. Und da arbeiten wir mit dem Kinderhilfswerk zusammen und bieten denen kostenfreie Schulungen halt für Kinder.
dass Kinder selber vegan kochen. Genau, also ich koche dann, ich gehe dann halt mit den Kindern, also EVs rein. Ich koche dann in deren Küchen halt mit den Kindern zusammen irgendwelche leckeren Gerichte. Und das Ganze wird auch zum Beispiel finanziert dadurch, dass die Arbeit Schwarze Stiftung bei einem Projekt mitgemacht hat, dass Leute, die zu einem Ökostrom wechseln, der Arbeit Schwarze Stiftung damit 20 Euro übergeben. Ja. Und mit diesen 20 Euro finanzieren wir halt die kompletten Schulen. Das ist dann auch ein sehr interessantes Projekt und wurde auch sehr gut angenommen. Haben wir noch Becher da? Es sind noch ein paar Becher, ja. Ja, ich kann sagen, wir haben noch ein paar Becher da. Ich glaube, das ist halt... Das ist noch eine ganze Stange. Ja, dann mach mal auf. Schade drum. Gut. Ihr könnt euch mit wegnehmen, sobald er gefüllt ist. Bitte schön, lassen Sie es schmecken. Also von daher, man sieht halt eben, es passiert sehr viel auf dem Bereich und vor allen Dingen das Schöne ist, wir sind aus diesen Extremen einfach raus. Wir gehen halt auf Leute zu und erwarten nicht, dass sie von einem Tag auf den anderen vegan werden, sondern dass man einfach über den Konsum nachdenkt und für den ersten Schritt erstmal ein bisschen reduziert. Aber es sollte definitiv das Ziel nicht aus den Augen verloren werden, dass halt der Verzicht auf Fleisch einerseits für die Tiere, für die eigene Gesundheit und natürlich auch für die Natur, für die Ökologie, das Wertvollste ist. Und das versuchen wir zu vermitteln, natürlich auf ganz charmante Art und Weise. Und wir haben damit eigentlich jetzt recht guten Erfolg, weil die Leute geben uns einfach das Feedback auch, dass es wirklich gut ankommt. Selbst im Restaurant kriegen wir ein wunderbares Feedback zurück. Das sollte schön gehen. Gut, das war's. Gibt es noch eine Frage? Jawohl. Ein Trick ist selber? Nein, mein Urteil ist nicht Bio. Ja, also zum Beispiel unten bei der Bio Company kriegt es auf jeden Fall Bio, Basic gibt es Bio, also hier im Supermarkt. So gucken, das kann entweder bei den Gläsern sein oder bei den Konserven. Wunderbar. Gibt es sonst noch Fragen? Welchen? Den Joghurt, den Provermel. Also der Provermel, den gibt es, glaube ich, ja nur in Bio-Läden, aber Alpro zum Beispiel, den anderen Joghurt, den gibt es in ganz normalen Supermärkten. Also Rewe, Kaiser, ich sage immer gerne den besser sortierten Supermärkten, also Aldi, Lidl und so weiter nicht. Aber jetzt im Kaufland. Bio-Linie ist natürlich den anderen vorzuziehen. Richtig, sage ich ja. Also wie gesagt, das Interessante daran ist, er ist billiger. Also im Basic zahle ich für den 1,49, für den Alpro 1,99. Und das ist schon ein Grund allein. Hast du eine Erklärung für, warum Bioprodukt billiger ist als ein konventionelles? Das ist, ich denke, das hat einfach damit zu tun, dass der Supermarkt sagt, wir sind breiter aufgestellt. Ja, und wenn die Leute bei uns ein veganes Bioprodukt kaufen wollen, kaufen sie halt den teureren. Weil sie keine Alternative haben. Genau, weil sie da in dem Moment keine Alternative haben. Im Bio-Supermarkt hat man eine Alternative, gibt es noch andere Joghurts und deswegen. Und liegt es auch daran, dass es vielleicht weniger umgesetzt wird in Quantität? Das ist oftmals so, wenn ich nur ein Auto kaufe, zahle ich mehr als wenn ich 100 kaufe. Kann auch sein. Es kann natürlich auch sein, dass natürlich halt viel weniger von Probermel verkauft wird, von Alpro verkauft wird als von Probermel und dadurch halt die Preise anders sind. Aber es kann auch sein, dass Probermel einfach eine andere Preispolitik fährt als Alpro. Das kann natürlich auch sein. Dass sie sagen, wir wollen mit unserem Produkt besser auf dem Markt stehen und dadurch halt günstige Preise anbieten. Okay, würde ich sagen, wenn es noch Fragen gibt, dann noch eine Frage stellen. Ansonsten vielen Dank, Björn, dass du da warst. Ich habe zu danken für deine Moderation. Ja. War super. Und ich bin auf jeden Fall jetzt auch hier die nächste halbe Stunde. Ihr könnt auch gerne kommen, wenn ihr ein Buch haben wollt. Ich signiere euch das. Ihr könnt auch Fragen stellen. Also von der Seite vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Sag nochmal die Adresse von dem Restaurant. Das ist in der Linienstraße 94 in Berlin-Mitte, direkt am Koppenplatz. Deshalb heißt auch Kops. Kops, genau. Aber wir wollen gucken, was soll, warum dann kommt Kops? K-O-P-P-S. Genau, das ist in der Nähe vom Rosenthaler Platz. Na wunderbar, hinterher. Gut, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und einen kleinen Applaus, würde ich sagen. Ja, danke schön.